ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche sind wir für Sie unterwegs rund um München und rund um Ingolstadt und sammeln interessante Leute und Geschichten für Sie ein. Diese Woche sind wir im Ort Dellenhausen. Dellenhausen liegt in der Holledau, dem wichtigsten Hopfenanbaugebiet der Welt. Dellenhausen ist ein Gemeindeteil des Marktes Au in der Hallertau und ist ein unglaublich musikalischer Ort. Und das bei nur 110 Einwohnern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute habe ich hier den Dorfvereinsvorsitzenden von Dellenhausen da, den Martin Kraft. Hallo Martin. Hallo, servus, schön, dass du da bist. Du, ist das dann sowas wie ein Bürgermeister? Nein, das, also kann man das nicht sagen, das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Also Bürgermeister, ich bin Dorfvereinsvorsitzender, das heißt, der Dorfverein kümmert sich um das kulturelle Leben im Ort, um das Zusammenleben und dass wir halt alle ja, ein gutes Miteinander haben, sage ich jetzt mal. Für das ist der Dorfverein zuständig. Okay, nicht? Aber das eben, ihr habt ja hier keinen eigenen Bürgermeister, also ist schon so ein bisschen so ein Job, oder? Sag ich jetzt einfach. Ja, man, also, ich sage mal so, man darf viel organisieren im Ort. Genau, der Bürgermeister ist eben auch. Wir kennen zur Marktgemeinde auch in der Hallertau dazu. Aber im Ort selber darf man natürlich viel organisieren. Das macht es aber auch so schön, das Ganze. Und natürlich, ich mache es auch gern, weil ich gern da daheim bin. Ja. Ne? Und du hast uns jetzt hier, das ist schon das Zentrum von Dellenhausen, oder? Mit diesem schönen Maibaum. Kann man so sagen, das ist praktisch unser Dorfzentrum. Wir haben ganz ein kleiner Ort eigentlich, aber man kann das schon als Dorfzentrum bezeichnen. Das ist unser Getränkemarkt, der Getränkemarkt Humann. Und man trifft sich da am Abend, ne? Man kommt da zusammen, auf einen Ratsch, auf einen Plausch, man tauscht Neuigkeiten aus, man erfährt auch Neuigkeiten. Ne? Und das ist praktisch so unser Ortszentrum, unser Treffpunkt. Weil ihr habt sonst ja keine Läden, oder? Das ist eigentlich der einzige Laden, den es gibt. Das ist der einzige Laden, den es bei uns in Dellenhausen gibt. Die nächsten Läden, sage ich mal, Lebensmittel, die haben dann 7 Kilometer entfernt, entweder nach Au oder in Schweitenkirchen dann. Das sind eigentlich so die nächsten Einkaufsmöglichkeiten, die es bei uns so gibt. Okay, und du hast uns ja ein bisschen was mitgebracht und erzählst uns gleich, was du alles machst. Das ist nämlich eine ganze Menge, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber dafür gehen wir mal weiter hier rein zum Getränkemarkt. Bis gleich. Und natürlich nochmal Musik. Super, was war das? Das war der Storriegler Marsch. Aha, also weil du bist richtig Musiker und Liedermacher, Alleinunterhalter. Erzähl mal von dir, was machst du alles? Ja, ich mache hauptsächlich Alleinunterhaltung. Also mache Geburtstage, so Geschichten, spiele auf kleinere Veranstaltungen. Das ist so, was ich mache. Aber du bist richtig Profimusiker. Nein, ich bin nicht Profimusiker. Das heißt, ich bin Bürohengst, also ich arbeite in der Verwaltung. Tatsächlich? Genau. Das ist praktisch mein Hobby. Das ist eine Leidenschaft und das macht da wahnsinnig viel Spaß. Aber für einen Profi hat es nicht gereicht bis jetzt. Naja. Aber das heißt, du hast wahrscheinlich ein riesiges Repertoire, was du alles spielst. Ja, ich spiele ja relativ alles. Also angefangen von Fixmusik über Schlager. Singst du dann da auch? Ich singe dann auch, genau. Sehr gut. Genau. Habe auch schon mal Schlager gesungen. Ne? Genau. Also habe mir Partyschlager gemacht, so zwischendurch, aber das hat sich dann wieder ein bisschen verlaufen, sage ich jetzt einmal. Genau, aber was jetzt so dazukommt und was mir auch Spaß macht. Und wichtig ist aber, dass die Leute Freude haben. So, das ist das Allerwichtigste. Also du bist derjenige, der immer die gute Stimmung macht. Genau. Und eine Stimmung ist ja immer, gute Stimmung ist immer schön. Ne? Ja, das stimmt. Macht ja auch gute Laune. Und hier liegt eben auch so einiges von dir rum. Ja, ich habe ein paar Gedichtbände geschrieben. Ja, genau. Wahnsinn, hast du da gleich 3 Bücher gefüllt? Genau, ich habe angefangen mit dem ersten Gedichtband, das war signiert. Also es war so, wir haben Chorgarten gemacht, also praktisch Volksmusiktreffen. Ne? Dann war ich auf der Suche, weil bei den Chorgarten ist es so, dass ein Moderator da ist und der macht ein bisschen so Mundartgedichte, was er thematisch reinpassen kann, die noch Jahreszeit auch vielleicht ein bisschen. Und ich war dann so auf der Suche nach einem Gedicht, was passen kann für den Chorgarten.
Und ich habe da nichts gefunden gehabt. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich halt selber eins. Das war so praktisch das erste Gedicht, was ich geschrieben habe. Und ich gedacht, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wofür das war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt selber eins. Und das hat sich dann so entwickelt. Dann haben wir praktisch, ja, es sind immer mehr der Gedichte geworden. Ne? Also ich habe dann so einen Packen gehabt und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt mit denen? Und dann war die Idee, ich mache jetzt ein Bier hin. Ne? Und dann bin ich auf Verlagssuche gegangen, ne? Habe dann auch einen Verlag gefunden, einen Spielberg Verlag. Und der hat dann mein erstes Bier herausgegeben. Und dann habe ich so weitergemacht, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und viel Freude gemacht hat. Und so sind dann praktisch die drei Bücher entstanden. Schön, und dann gibt es ja auch immer so nette Zeichnungen dazu. Genau. Hat das dann der Verlag einfach dazu gemacht? Nein, das war die ersten zwei hat ein guter Bekannter von mir illustriert. Den habe ich gefragt gehabt. Da haben wir uns kennengelernt übrigens beim Theaterspielen, weil er ein Theater gespielt hat. Ah, ich das auch noch? Ja. Und genau, der hat die Bühne gemalt. Das ist der, und dann habe ich gesagt, du kannst du nicht zeichnen für meine Bierhalle, du kannst doch dich so gut. Und dann hat er gesagt, ja, mach da gern. Und die haben mir die ersten zwei gezeichnet. Und das dritte habe ich dann von einer anderweitigen Bekannten illustrieren lassen. Genau, also das hat jetzt praktisch die, so ein Beutel entstanden dazu. Ja, super, da wollen wir natürlich jetzt unbedingt gleich mal was hören von dir. Aber vorher machen wir eine kurze Unterbrechung und da sprühst du uns noch mal schnell was. Ne? Was Kurzes. Machen wir was kurz. Sprüh noch was. Gut. Und dann ein Gedicht. Nachdem wir praktisch bei einem Getränk gewandt hocken, ne, würde ich sagen, ich sprühe jetzt alles, bloß kein Wasser nicht, oder? Eine musikalische Uraufführung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie hier hören. Es ist der Tumanbohrische von Martin Kraft. Da hören wir am Schluss noch mal mehr, denn jetzt erstmal zu seinen Mundartgedichten. Also gut, was liest uns jetzt vor? Ja, nachdem Sie hier praktisch bei uns in der Innenhalle aufgeschlagen seid, und dann passt natürlich auch ganz gut ein Gedicht über die Innenhalle. Ich habe natürlich auch ein Gedicht über meinen Heimatort verfasst. Und da hört es jetzt auch ein bisschen, wo wir liegen, also wo wir praktisch ungefähr sind. Und das darf ich, jetzt muss ich mal schauen. Wo es ist. Das kannst du wahrscheinlich eigentlich auswendig. Ja, gut. Ich lese aber lieber ein bisschen. Genau. Dahinhauen. Du liegst mittendrin, genau, in der schönen Holledau. Von Sündshauen geht's obi. Von Au geht's nach auf. Die Abends fängt nicht weit weg an ihren Lauf. Und wächst der Hopfer rundrum nauf, da geht er ums Herz erst richtig auf. Durch die Volksmusik bist du bekannt. Und das nicht nur im Bayernland. Wer gern zwiefach tanzen tut, kennt die sowieso recht gut. Für die Musi und für die Mütlichkeit bleibt bei dir da allweit Zeit. Auf dir kann man seine Heimat bauen. Drum bleibe ich immer gern Steinhauen. Super schön. Dankeschön. Ganz das ist natürlich schön. Auch eine Liebeserklärung an meinen Heimatort. Also ich bin ja kein gebürtiger Dahinhauser, sondern kein gebürtiger. Ein zugroßer Dahinhauser. Aber vom Nachbarort, oder wie? Ja, nicht ganz. Sondern, wo kommst du ursprünglich? Ich komme aus der Gemeinde Wolfersdorf. Das ist praktisch, ja, sagen wir so 7 Kilometer nördlich von da, so ganz, ganz grob gesehen. aber durch meine Frau ist mich dann nach Dahinhausen verschlagen und ich habe mich natürlich gleich
daheim gefühlt. Ne? Als Musiker, Musikant, wenn man in so eine Ortschaft kommen darf und auch so aufgenommen wird, dann fühlt man sich natürlich gleich. Warum ist es eigentlich so in Dellenhausen, dass hier so viele Musiker sind? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir auch nicht erklären. Ja. Wir haben ja auch die Dellenhausen-Musikanten bei uns, ja, aber da kann der Ewald Michael mehr erzählen dazu. Also, der weiß dann natürlich viel mehr, weil das ist der Chef von den Dellenhausen-Musikanten. Und das ist natürlich auch das Aushängeschütteln. Ja. Ne? Also, das ist das musikalische Aushängeschütteln von Dellenhausen und auch von der Hollidau. Ne? Und wir waren auch ein ganz großes Festival, das Dellenhausen Volksmusikfest. Aber wie gesagt, ich will es dann. Ja. Also, ihr seid einfach ein richtiger Musikerort. Ja, okay? Also, wir haben ich habe das nicht durchgezählt, aber ich sage einmal, ich traue mir schon sagen, wir haben ja, ganz klar, wir haben um die 110 Einwohner, ne? Und wir haben, sag ich mal, ich glaube, da haben wir schon 30 Musikantinnen und Musikanten haben, die ein Instrument spielen, die irgendwo in einer Formation unterwegs sind, haben auch viele Formationen, die praktisch direkt bei uns da sind. Und genau, aber warum das so ist, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß wirklich nicht. Aber hier liegt nämlich auch noch was. Thumann-Bohrischer. Genau. Was ist das? Ich habe mir auch gedacht, weil wir haben ja heute beim Getränk gemacht, Thumann, und dann habe ich gedacht, Mensch, das passt vielleicht ganz gut, wenn man da einen Bohrischen für ein Getränk gemacht schreibt und spielt. Du hast den jetzt wirklich selber komponiert? Den habe ich selber geschrieben, selber komponiert, genau. Und habe mir gedacht, ja, das war vielleicht ideal. Und hast du auch das jetzt schon mal irgendwo gespielt? Das ist eine Uraufführung. Hey, praktisch. Eine Uraufführung. Ja, eine Welturaufführung. Hey, ja, super. Du, Martin, danke, dass wir dich jetzt hier besuchen durften, und da bin ich jetzt gespannt auf das. Zum Abschluss, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hören wir jetzt noch den Thumann-Bohrischen von Martin. Genau. Und der Toni. Da muss der Toni natürlich begleiten, genau. Und der Tuba. Okay, danke. Ich sag Dankeschön. Wir haben ein Bestu.